Die Stadtwerke Filderstadt präsentierten sich mit einem neuen Erscheinungsbild. Ein neuer Name, ein neues Logo, eine neue Homepage und neue Produkte. Am Donnerstag stellte der Geschäftsführer der Stadtwerke Filderstadt, Jan Meyer, die Neuerung der Presse vor. Wir sind ja bislang die Stadtwerke Filderstadt und wollen jetzt eben mit einem neuen Erscheinungsbild uns jetzt hier in Filderstadt und auf den Filtern präsentieren. Und einer der Punkte, weswegen wir jetzt auch heute hier sind, ist eben dieses neue Erscheinungsbild vorzustellen. Zum einen unser neues Logo, zum anderen unsere Namenswechsel jetzt hier auch zu präsentieren, dass wir eben jetzt in Zukunft die Filderstadtwerke sind und dann auch unsere Produktpalette vorzustellen, die wir jetzt dann auch eben erweitern wollen um den Vertrieb von Filderstrom. Wir haben ja das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Das war ein wesentlicher Wunsch der Bürgerschaft, hier eben auch in den Stromvertrieb einzusteigen. Wir bieten jetzt hier dann mit dem Filderstrom ein reines Ökostromprodukt an, mit dem wir auch hier in Filderstadt dann uns noch selber verpflichten, auch in die erneuerbaren Energien einzusteigen und die weiter auszubauen. Und das wollen wir jetzt eben präsentieren und den Bürgerinnen und Bürger in Filderstadt, aber auch auf den Filtern eben zur Verfügung stellen. Also die Fotos beispielsweise, die Sie jetzt auch hier im Hintergrund sehen, die sind letzten September entstanden. Das heißt also, wir bewegen uns natürlich jetzt schon seit mindestens einem Jahr auf dem Pfad, um eben auch diese Dinge dann gemeinsam auf einen Punkt zu bündeln und eben dann auch mit dem Einstieg in den Stromvertrieb, den wir jetzt dann im Gemeinderat nächste Woche beschließen lassen wollen, eben auch jetzt dann starten zu können und dann eben fokussiert auf den Termin war jetzt dann die ganze Arbeit des letzten Jahres, kann man fast schon sagen, ja. Auch Oberbürgermeister Christoph Traub und erster Bürgermeister Andreas Koch erläuterten vor der Presse das Projekt. Ein Ziel, wie viele Bürgerinnen und Bürger Stromkunden werden, setzte sich der Geschäftsführer nicht. Wichtig ist ihm nur, dass viele zu den Stadtwerken wechseln, um so indirekt Klimaschutzprojekte unterstützen. Da von jeder verkauften Kilowattstunde Ökostrom 0,04 Cent in die Stadtprojekte investiert werden. Die Industriegeschichte von Nürtingen können Sie in einer Dauerausstellung im Nürtinger Museum betrachten. Dort erfahren Sie, wie man Geräte, Truhen und Kleidung ohne Maschinen hergestellt hat. Wie kam man früher, als es noch keine Kunstfasern und Kaufhäuser gab, zu einem wärmenden Schal? Es beginnt mit der Rohwolle, über das Spinnen und Weben bis hin zur Strickmaschine. Alles kann man im Nürtinger Museum betrachten. Es geht um Industriegeschichte, es geht um die sogenannte erste Revolution und wie sie sich in Nürtingen darstellt. Und da gibt es ganz spannende Details, wo man auch wirklich abweicht von der Version, die man üblicherweise im Geschichtsunterricht erzählt bekommt. Zum Beispiel, wie wichtig speziell in Württemberg oder auch in Nürtingen die Erfindung des Wechselstroms war, ohne die keine Maschinen liefen, und wie es dann zu einer verspäteten Industrialisierung kam, die dann aber sehr rasch vorangestritten ist. Mit vielen ausgestellten Gerätschaften und kleinen Details lockt es die Besucher in die Räumlichkeiten. Infos und Öffnungszeiten finden Sie unter www.stadtmuseum-nürtingen.de.